Seid gegrüßt und willkommen zur 21. Episode meiner Pathway-Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. Nachdem wir das letzte Abenteuer, die Nacht des schwarzen Pharaos, abgeschlossen haben, können wir nun Träume im Wüstensand spielen. Kurzbeschreibung: Jeddah, Arabien. Der alte Karawanenführer schwor auf sein Sterbebrett, er hätte Karga Serabit mit seinen eigenen Augen gesehen. Karga Serabit, vor tausenden von Jahren vom Wüstensand verschluckt. Bereits am nächsten Morgen brecht ihr auf eine Reise auf, die euch tief in das Herz der erbarmungslosen Wüste führt. Ja, ist die Frage, stellen wir hier wieder das so ein, wie wir es immer gemacht haben? Hier die Gegnerstärke um 10% verringern, sowie die Gesundheit. Dann die Ressourcen, die wir haben, plus 5. Ich denke mal schon, ne? Jetzt wird das nämlich zu schwer, ist nämlich schon ziemlich schwer hier mit mehreren Totenköpfen. So, wir haben wie immer zwei Leute zur Auswahl. Die Frage ist, wen nehmen wir mit? Den hätte ich mal gern genommen. Monsignor Carlo Veduti, italienischer Vatikangesandter. Hervorragender Heiler, stark gegen Untote. Miserabler Schütze und verletzlich. Wo meinten die ein Scharfschützengewehr bitte? Wen hätten wir denn noch? Sie hatten wir neu, ne? Brunhilda, die Königin der Walküren. Isländische Jahrmarktringkämpferin. Gut im Nahkampf, schwere Rüstung und kann schlecht schießen und hat schlechte Reflexe. Die hat gar kein Gewehr. Okay. Ja, Bellamy war jetzt nicht so supi. Obwohl er diesen Benzinbonus hatte, der hat uns wahrscheinlich schon häufig den Arsch gerettet. Hier, robuste Nahkämpferin ist schon gut, aber das heißt wahrscheinlich nur, dass sie hier viel Leben hat. Oh, die hat am meisten Leben, wie ich gerade sehe. Wobei, Mann. Am liebsten würde ich ja Jackson mitnehmen. Aber lass mal eben wegen der Talente schauen. Was hat denn er? Exorzist, verbotenes Wissen. Erlaubt die Nutzung von verbotenes Wissen, Ereignisoptionen. Hier haben wir ja noch nichts. Was hat sie? Muskelberg. Erlaubt die Nutzung von Muskelberg-Ereignisoptionen. Da wir sowieso mehr auf Nahkampf gehen wollten, würde ich sie nehmen. Und vielleicht ihn wieder. Wobei Heiler wäre eigentlich auch super. Oder so ein Pistolero wieder. Lange nicht mitgenommen. Das wird, warte mal. Nee. Hä, wen hat man denn, der noch mit Pistole schießen konnte? Du, ne? Du bist eine Heilerin. Aber bist ziemlich schwach. Aber du kannst heilen. Aber wir haben halt nicht immer Heilung. Schwierige Entscheidung. Wobei wir ja nicht wissen, was für neue Gefährten wir aufsammeln unterwegs. Ich würde auch sagen, auf jeden Fall nehmen wir sie mit. Sie ist halt super im Nahkampf, wie es aussieht. Aber, Mann. Ich würde schon gern den Typen nehmen. Der ist halt kacke im Schießen. Und bringt mir das dann was? Entweder Captain Pereira oder Jackson oder den Baron. Warte mal, gucken, was die für Rüstung. Ja, der hat eigentlich gute Sachen an. Ach, ist das eine schwere Entscheidung. Komm, ich denke mal, wir nehmen Pereira mit. Oder doch Jackson? Bei ihm? Ah! Komm, wir nehmen Pereira und Brunhilda. Nee, heißt die Brunhilda? Brunhilda, ne? Ja. Machen wir das mal so. Ob ich mitkomme? Keine Frage. Gut. Auf in dieses Abenteuer. Tada, die kann gar nicht ballern.
Was macht das eigentlich? Achso, Witness eben mal. Das wird, schade, dass ich. Oh, warte mal. Ich kann doch hier bestimmt ihm die Sachen klauen. Wow. Interessant. Oh, dann. Das eröffnet mir neue Möglichkeiten. Zack. Ach so. Kann ich das so tauschen? Schön. Sorry, Jackson. Wir gehen gerade an deine Sachen dran. Ich weiß. Da, 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 da. Das geht nicht. Oder sollte ich ihr das Messer geben? 28 bis 36. 25 bis 34. Sorry, Jackson. Leider niemand, der Granaten tragen kann. Man muss gucken eben, dass ich hier den Leuten. Och Mann. Ich würde ja gerne. Du kannst doch Granaten tragen. Du Hempel. Du? Du doch. Da 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 da. Wo ist deine Laserpistole überhaupt hin? Oh Mann. Nee, du auch nicht. Der? Kann der Granaten tragen? Ich weiß es nicht mehr. Egal, wir kaufen erstmal Munition. Und, oh, Benzin kann ich nicht mehr kaufen. Ups. Wir gehen jetzt einfach los. Ja. Und sehen, was uns erwartet. Die staubige Wüstenpiste führt euch fort von Jeddah. Fort von satten Grün seiner reichen Hofgärten, fort von den türkisblauen Wellen des Roten Meeres, die sich an den strahlend weißen Keimauern der stolzen Hafenstadt brechen. Abenteuer starten. Bei Jeddah. Wie ein letzter Küstengruß gellen euch die Schreie der Möwen in den Ohren, während ihr eure Fahrt in das Innere Arabiens fortsetzt. Die Suche nach Kaga Serabit kann beginnen. Alles klar. Wir müssen dahin. Ich gehe ja gerne hier drüber, damit wir noch mehr Gefährten haben. Händler wären auch gut. Wir gucken mal, wir haben 15 mal Benzin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Würde auch passen. Gut, wir fahren hier unten entlang zum Händler. Eine alte Karawanserei. Die alte Karawanserei ist umgeben von einem Hain verwilderter Palmen. Ihr seht bereits auf den ersten Blick, dass hier seit Jahrzehnten keine Menschen mehr leben. Der Ort wirkt wie ausgestorben, erfüllt lediglich vom leisen Rauschen der ausgedörrten Palmblätter im Wind. Karawanserei durchsuchen oder Nebengebäude anschauen. Muskelberg. Diese Wahl nutzt einen Charakterperk. Sie kann sowohl positiv als auch negativ. Blablabla. Wir nehmen das mal. Die Karawanserei ist tatsächlich menschenleer, doch ein verriegeltes Nebengebäude weckt eure Neugierde. Brunhilda wirft der massiven Holztür einen prüfenden Blick zu. Dann drückt sie sie mit ihren bloßen Händen ein, als wäre sie aus Pappe. Gut. Als sich eure Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben, begreift ihr, dass ihr im Brunnenraum steht. Ihr lasst den Holzeimer an seinem Seil in den Brunnen hinab und hört ein Platschen. Wasser. Das Wasser schmeckt köstlich. Als ihr euch wieder auf den Weg macht, fühlt ihr euch wundersam erfrischt. Wow, Gesundheit aufgefüllt. Danke für nichts. Okay, der zweite Teil. Oder der zweite Punkt. Irgendwo in der Wüste. Einige Fässer am Wüstensand haben eure Neugierde geweckt. Doch ihr findet nichts von Interesse. Fertig. Wir verschwenden eigentlich nur Benzin. Ein befestigtes Lager.
In dem Wüstenlager vor euch türmen sich Vorratskisten und Benzinfässer. Daneben seht ihr einige Lastwagen und Jeeps. Keine Frage, ihr seid auf einen wichtigen Versorgungsposten der Wehrmacht gestoßen. Im Lager herrscht nur ein Minimum an Aktivität. Es wäre durchaus denkbar, dass ihr die Vorräte ungesehen erreichen könnt. Okay, das können wir also und dann machen wir das. Wir haben es immer gemacht, es hat nie funktioniert. Mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Okay, Pereira, oh, natürlich nicht. Vorsichtig bewegt ihr euch von Vorsprung zu Vorsprung. Bald habt ihr das Vorratslager erreicht. Doch gerade als ihr mit seiner Durchsuchung beginnen wollt, hört ihr hinter euch ein Räuspern. Entgeistert fahrt ihr herum. Ihr wurdet von der Lagerbesatzung gestellt. Oh, wenig Soldaten, Hunde, kriegen wir hin. Ich bin mir nur noch unschlüssig, wohin ich die Leute setze, aber wir machen das mal so. Ey, ich habe keine Ahnung, wo die anderen sind. Da ist der Hund. Achso, da oben seid ihr alle, okay. Ah, da ist noch einer. Ja, dann seid ihr wahrscheinlich tot. Gut, wie weit kannst du gehen? Bis da. Du könntest dann schießen. Du kannst direkt da hingehen und schießen. Ihn erschlagen. Oh, da ist noch einer. Nicht so gut. Okay, wir überlegen mal eben. Okay, Pereira kann nur bis hier. Er könnte hier hin. Ja, du gehst hier hin. Erstichst ihn. Mit dem guten Messer. Wo ist noch einer? Ach, da unten ist noch ein Hund. Okay, ist mir glaube ich egal. Oder bist du runtergescrollt? Egal. Zack. Okay. Hat funktioniert. Dann du, meine liebe Brunhilde. Ich hoffe, du wirst nicht von ihm angeschossen. Nee, nicht Blutung, das reicht das normale hier so. Bam. Gut. Er wird schießen. Die Hunde werden auf uns zukommen, aber uns nicht erreichen. Ah, doch, Pereira wahrscheinlich. Autsch. Oh, sie auch? What the fuck? Und er wird schießen. Wow. Das habe ich mir anders vorgestellt. Du gehst hier hin. Erstichst ihn. Oh fuck, das reicht gar nicht. Okay, Pereira, mitkommen. Pereira, du musst auf den Hund schießen. 42% nur? Wow. Das ist jetzt schlecht. Okay, er hat getroffen. Das war mehr Glück als Verstand. Ja, dass sie jetzt so angeschlagen ist, das gefällt mir gar nicht. Ja, ihr wird nochmal gebissen. Er läuft weg und schießt wahrscheinlich auf Pereira und er verfehlt. Ein Glück, ey. Okay, Brunhilda. Wow, du kommst gar nicht bis zu ihm dran, ne? Du könntest zum Hund gehen. Nee, das ist... Hä, warte mal. Brunhilda soll hier hin, so. Mann. So. Und du, Pereira, zack auf den Hund. Tut mir leid, Hund. Wie auch allen anderen 1000 Hunden, die ich schon... hab töten lassen. Als Nachladen, genau. Zurück zur Karte. Da, 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 da. Gib mir meinen Loot. Zack, zack, zack. Zigarettenhalter aus Schildpatt. Okay, weg damit, weg damit, weg damit. Quasi nur Krempel. Was hast du nochmal für eine Rüstung? Schwere Rüstung, ne? Ja. Tauschen wir mal aus, ne? Da bin ich bestens gut. Ja, chill. Kann ich nichts dran ändern. Guck mal, der hat gar nichts. Ach, die kann er nicht tragen. Ja, wow. Warte mal, Brunhilda. Zack. Auf Pereira, ne? Ja. Na, können wir schon mal weitermachen. Einen Schaden hat er bekommen. Fertig. Hier hin. Eine Siedlung. Ihr erreicht die Ausläufer einer kleinen Siedlung. Als ihr am Dorfzentrum ankommt, erwartet euch eine Überraschung. Ein nagelneuer Jeep. Neben dem Fahrzeug steht ein Mann und schaut übellaunig. Zorniger Mann.
Für diesen wertlosen Schrott habe ich ein Dutzend Kamele weggegeben. Schande über mein Haupt. Irgendwas scheint mit dem Jeep nicht zu stimmen. Möglicherweise ist das eine Gelegenheit für euch. Benzin kaufen. Ihr werdet euch bald handelseinig. Der Mann verkauft euch seinen gesamten Benzinvorrat zu einem vernünftigen Preis. Okay, das ging wohl. Klar, achso, wir haben noch gar nicht. Pistole. Truppenuniform. Oh, und Munition. Wir haben Munition. Egal. Wir haben jetzt noch mehr Munition. So. Ja, Benzin. Oh, noch mehr Munition. Nee, Benzin und Heilung kaufen wir. Wollen ja nicht übertreiben. Aber Benzin brauchen wir auf jeden Fall. Die Maps sind schon irgendwie ein bisschen größer. Kann ich noch mehr kaufen? Oh, ich kann über 60? Warte mal. Nee, ich kann nicht über. Ja, 65. Gut. Ich habe 2 Scharfschützengewehre. 2 so Pistolen. Wir verkaufen die mal. Wir brauchen früher oder später hier eh Platz. Sind identisch gut. Hallo, sollst du nur die Items hier tauschen? So. Ein bisschen Ordnung reingebracht. Einige alte Hütten. Als ihr euch den Ruinen nähert, hört ihr plötzlich einen lauten Ruf. Die Soldaten vor euch sind genauso überrascht wie ihr. Besser Soldaten als diese dummen Zombies. Oder Kultisten, wie sie hier genannt werden im Spiel. Wow, es sind aber jetzt wieder ein paar mehr Soldaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Also mit Brunhilda werden wir jetzt keinen erreichen. Das war vielleicht keine gute Idee, dass ich diese Nahkämpfer alle genommen habe. Er bleibt mal zusammen und geht dann dahin so. Brunhilda, bitte, kann weiterlaufen? Oh fuck, ey, die kann nicht so weit laufen. Warte mal. Pereira, dahin. Shotgun raus. Gut. Ja, du gehst jetzt hier hin. Und in Deckung, würde ich sagen. Bleibt nichts anderes übrig. Zumindest kann sie jetzt was machen, wo die jetzt so nah dran sind. Au, wow. 6, wow. Okay, komm halt näher dran, du Idiot. Tjo. Jetzt werden wir uns den hier vorknöpfen. Und sie kann gar nicht zu ihm gehen, wow. Doch, hier hin, oder? So. Zack. Oh, der hat aber noch einiges ausgehalten. Schade. Ja, egal. Pereira geht. Ja, er muss hier irgendwo hin. Geht nicht anders. Zack. Und diese scheiß Rüstung, ey. Und die werden jetzt beide abhauen. Ist die Frage, ob sie schießen? Ja, werden sie. Also angreifen werden sie auf jeden Fall, die beiden. Aber auch flüchten. Also betreffen. Ey, so viel Heilung habe ich doch nicht. Oh Mann. Wird auch noch mal ballern. Oh, der bufft wohl. Wow, der kann Buff machen, dass jemand zweimal angreifen kann. Scheiße. Ja, du gehst mal hier hin. Dann messerst du ihn. Ja, und Brunhilda hier, die rennt mal ihm hinter. Was stimmt nicht mit? Warum kann die nicht so weit laufen? Das ist ja nichts, was die kann. Wow. Niederkauen. Ja, was bleibt mir anderes übrig mit dir? Ey, hoffentlich geht Pereira nicht down. Ja, der überwacht das auch noch. Ey, gut, dass die so übelst viel aushält. Krass. Ja, toll, die wird angeschossen. Außer Pereira geht es dahin und vermöbelt ihn. Hm. 36. Was hatte der Messer bis 43? Ja, machen wir was mit dem Messer. Nee, wir müssen den wegkriegen. Tschak. Gut, jetzt kann Brunhilda auch mal los. Wieder was tun. Was sie kann. Tschak. Gut, Brunhilda. Und weiter.
Wir müssen aufpassen mit Pereira. Oh, wird ein bisschen Deckung sein. Gut. Ich hoffe. Oh, nein, nein. Oh, der könnte treffen. Der trifft. Kacke, ey. Was ist die wieder so weit weg, ey? Ich raste aus. Kannst du ja nichts machen hier? Nö. Ey, die ist viel zu, ich sag mal, langsam, nennt man das hier wohl im Spiel. Ja, Pereira muss leider. Ja, du könntest echt Hilfe gebrauchen, mein Freund. Du gehst hierhin, vielleicht kannst du dich ja von ihr verarzten lassen. Ey, ich hoffe, das geht. Ja, das geht. Ja, genau. Also Reparaturen natürlich nur, ne? Gut, dass sie nähen kann. Was machst du da noch? Du lädst nach, ne? Was sollst du sonst machen? Oh, ich hätte vielleicht schießen können. Nee, hätte ich nicht. Oder? Ach, ich weiß es nicht. Zu spät. Ja, die werden jetzt wieder schießen. Oh, fuck. Der ist down. Oh Gott, gut, dass ich den geheilt habe. Also die Rüstung. Oh, oh. Puh, Alter, das war knapp. Dass du das überlebt hast, das ist echt ein Wunder, Mann. Wir müssen vorsichtiger sein, wenn wir nur Nahkampf machen. Ja, und Brunhilda kann dir wieder nicht näher kommen. Ja, du musst hier hingehen, damit du ihn triggerst, dass er dich angreift. Ich hätte vielleicht auf Ausweichen klicken sollen, egal. Oh, Glück gehabt. Ey, das ist der letzte. Den kriegen wir. Dann muss ich gucken, wie ich Pereira heile. Sie muss hinterherlaufen, es geht ja nicht anders. Ausweichen. Pereira könnten wir schießen lassen. Oh, das geht sogar. Oh, mit Glück kann der auch Nahkampf. Geil. Wie viel hat der? 31 Leben. Komm, wir versuchen. Nice. Ey, du bist voll knapp. Ein Leben von 60 und irgendwie 3. Wow, ey. Ich glaube, ich werde noch stärker. Hat sie ein Level abbekommen. Ja, noch mehr Benzin. Das ist alles klar. Wir brauchen ja Benzin. Da. Schrotflinten. Boah, und ich habe jetzt wahrscheinlich keine Schrotflinten dabei. Nur Granaten. Boah, das ist jetzt schwer. Ich weiß nämlich gar nicht, ob ich eine Schrotflinte für sie dabei habe. Nö. Aber vielleicht finden wir ja eine beim Händler. Waren wir nicht gerade bei einem Händler? Wir waren gerade bei einem Händler. Und das ist echt schwierig. Lasse ich sie Granaten werfen, wovon ich zwei habe? Oder Schrotflinte, würde ich sagen. Ich glaube, die Benutzung von Schrotflinten. Ja, das würde ich gerne nehmen. Hat sie es genommen? Jipp. Ja, Pereira, was wir mit dir machen, das weiß ich noch nicht so genau. Okay, erstmal heilen. Das heilt, warte, wie viel hat das? 25, das 20. Ja, müssen wir schon machen. Dann nochmal. Das sollte erstmal reichen. Ja, Rüstung heilen. Haben wir nichts mehr. Gut. Dann haben wir das hier durch. Wir waren gerade beim Händler. Schrotflinte hatte der nicht, meiner Meinung nach. Nee. Gehen wir nochmal einen Schritt weiter und gucken, was uns hier Schönes erwartet. Irgendwo in der Wüste. Während ihr eure Reise durch die endlose Wüste. Nee, während eurer Reise durch die endlose Wüste seht ihr zu eurer Rechten eine kleine Herde wilder Kamele, die in einiger Ferne über die Dünen trabt. Ihr erkennt ein Muttertier mit seinem Jungen, beide weiß wie frisch gefallener Schnee, die als Nachzügler der Herde folgen. Nach einigen Minuten biegen die scheuen Tiere ab und verlieren sich irgendwo in den Dünen. Eine schöne Geschichte, danke. Tuka Tuka, so war da. Eine Ausgrabung. Vorsichtig pirscht ihr euch hinter den schützenden Felsen an das feindliche Lager heran. Eine größere Einheit der Wehrmacht hat hier mit Ausgrabungen begonnen. Sie sind dabei, einen Tempeleingang freizulegen. Ihr beratschlagt, ob ihr einen Angriff wagen sollt. Ich würde ja eher sagen, nicht. Das ist nämlich schon ein bisschen doof, dass du nicht schießen kannst, Brunhilde. Deswegen fahren wir weiter. In einem kleinen, brackigen Wasserloch haben sich einige Nomaden niedergelassen. Ihr verständigt euch mit Gesten und nickt einander höflich zu. Bald brecht ihr wieder auf. Nett. Hier können wir bestimmt wen befreien. Eine Ausgrabung. Mal wieder.
Im Schatten eines Palmenwäldchens schleicht er an das feindliche Lager heran. Als ihr durch die Büsche schaut, erblickt ihr eine weitläufige Ausgrabungsstätte, die wie verlassen wirkt. Einige Wachtposten patrouillieren um das Gebäude herum. Lager untersuchen. Gerade als ihr beratschlagen wollt, was ihr als nächstes tun sollt, hört ihr hinter euch ein metallisches Klicken. Ihr fahrt entgeistert herum und schaut in ein halbes Dutzend Gewehrläufe, die auf euch gerichtet sind. Der Wehrmachtstrupp hat einen Gefangenen im Schlepptau. Ein Offizier steht etwas abseits. Deutscher Offizier, Gründlichkeit macht sich immer wieder bezahlt. Angreifen. Wir haben nämlich nicht Draufgänger Jackson dabei. Action Jackson. Aber das kriegen wir schon so hin, hoffe ich. Er ist nur ein Gegner mehr. Oh, ein Priester ist das. Oh ne, ein Heiler ist auch dabei bei denen. Fuck you. Da oben, den haben wir gesehen. Rechts und da, oh. Guck an, ja, wir machen erst den Einzelnen hier hinten. Ist so scheiße, dass die Brunhilde nicht so weit laufen kann, ey. Schon voll die Behinderung für uns. Warte mal, da, hier ist der Nächste, okay. Du gehst dann hier hin. Zack. Zack. Ich liebe das Geräusch brechender Knochen. Ja, nett. So, Pereira, was machen wir denn mit dir, mein Freund? Du gehst mal hier unten hin. Wir müssen den Sunny wegkriegen. Sonst heilen die sich dauernd. Das ist nicht gut. Du kannst dich auf den schießen. Nee, sollst auch nicht. Weiter. Ja, vielleicht hätte man dich doch auf Ausweichen machen. Ist deine Rüstung kaputt? Ach ja, konnte ja nicht mehr weiter repariert werden. Komm, lass dir mal näher kommen. Und nee, nicht zusammen mit dem. Obwohl, wir haben einen Shotgun. Erstmal gucken, wie weit Brunhildachen hier laufen kann. Natürlich nicht weit genug. Schade. Da vorne, ja, du hast einen entdeckt. Schön für dich. Aber du kaust dich nieder. Pereira. Oh, bitte sag mir nicht. Oh Gott, warum kannst du nicht nah genug dran gehen, du Dummer. Oh Gott. Okay. Geht das hier mit vielleicht? Nö. Oh, abtauchen. Dann hoffen wir mal, dass beide nicht getroffen werden durch ihre passiven Skills. Oder aktiv-passive Skills. 5, okay. Kann ich mit leben. Okay, er geht unten rum. Oh Gott, sind Überwacher. Ey, das hasse ich so. Also kann ich mir aussuchen, welchen ich Schaden aussetze. So, du läufst. Oh, du kannst hier hinlaufen. Aber du läufst dann gar nicht, ne? Schade. Aber das Gute ist, Pereira kann hier hinlaufen und bam, bam, bam. Hä, warum kannst du das nicht nehmen? Willst du mich verarschen? Oh Mann. Ja, toll, wenn ich jetzt ihn angreife, heilt er sich. Wenn ich ihn angreife und der nicht stirbt, heilt er ihn trotzdem. Egal, Schuss. Gut, das hat gereicht. Ja, du kannst nichts machen. Sorry. Ja, alle auf Pereira, würde ich sagen, ne? Er, und er wahrscheinlich auch. Oder er auf sie, das wäre natürlich besser. Er läuft weg, das ist gut. Ne, er schießt, verdammt. Ey, der muss heute aber viel einstecken, der Pereira. Oh, sie kann wieder. Jetzt kann er das doch wieder, ey, ich check das nicht. Dann gehst jetzt hier hin und mach's auf beide. Das geht nicht, Alter, wie ich das hasse. Gut, du machst das auf ihn. Zack. Der muss einen Dot drauf haben. Anders kann das nicht sein. Du gehst aber hier hinter. Du machst ihn kalt, bitte. Zack. Gut. Okay. Der kann sich aber trotzdem noch heilen. Der hat 14 Leben noch. Dann wird der nur sterben. Der wird sich heilen. Ja. Ey, warum kann der noch schießen? The fuck. Okay, der läuft aber weg, dass er nicht geheilt werden kann, denke ich. Dann haben wir alle drei. Ja, der heilt jetzt ihn. Wow. Das heißt, er stirbt. Er hat einen Dot drauf. Kannst du bis da ballern? Ja, aber du kannst nicht so weit. Ach, fuck you, ey. Du kannst nur einen Schuss machen, ne? Ja, komm, lass das mit dem Schuss. Du gehst auf ihn. Bitte töte ihn. Gut. Brunhilda. Du gehst auf ihn. Der wird sich heilen, hoffe ich. Du machst ihn kalt. Okay, er hat einen Dot drauf. Oh, der hat auch sau viel Rüstung gehabt. Ja, Pereira. Hoffen wir mal, dass er wegläuft und dich nicht angreift und sich selber heilt.
Ja, oder er stirbt einfach. Ja, der nicht. Aber der wird wow. Alter. Ey, ich brauche unbedingt Heilung. Das geht gar nicht. Nee, ich muss sie kämpfen lassen. Ich brauche Erfahrung. Muss hochleveln. So. Victory. Zurück zur Karte. Mein Loot gucken und meinen neuen Verbündeten. Erst Loot, Pistole, Benzin. Ja, Benzin nehmen wir, Geld nehmen wir, Pistole nehmen wir, nehmen wir. Wir heilen erst. Na, guck, gucken erstmal, was wir für einen haben. Ihr befreit den Gefangenen von seinen Fesseln und er schüttelt euch überschwänglich die Hände. Veduti, ich danke euch von ganzem Herzen. Ohne euch wäre die Sache böse ausgegangen. Veduti, hey, ihr seht aus, als könntet ihr Hilfe gebrauchen. Ihr habt nicht zufällig eine Mitfahrgelegenheit für mich. Klar haben wir die. Die haben wir uns ja eben angeschaut. Ich wollte ich ja eh haben. Nice. Ihr nennt es Zufall. Ich sage Fügung. Okay, haben wir hier irgendwas zum Heilen in der Nähe? Offensichtlich nicht. Also heilen wir uns von Hand. Wir haben ja... Du hattest ja... Oh, ich habe dir das ja weggenommen. Schade. Okay. Auf Pereira. Auf Brunhilda. Oh, heile 1000 Gesundheitspunkte. Belohnung. Oh, kriege ich das jetzt? Habe ich das jetzt? Geil. 10 hast du. Du hast 7 HP fehlt. Ja, cool. Irgendwie. Ja. Gut, wir sind jetzt zu dritt. Wir haben Veduti, Brunhilda und Pereira. Da haben wir hier noch einen zum Neuleveln. Er ist ja schon relativ kampferfahren. Sie haben wir ein Level hochbekommen. Sie hat noch ein paar XP hochzugehen. Bei ihm wird es schnell gehen. Exorzist und verbotenes Wissen. Es ist gut, dass wir da wieder so eine Option haben. Und er kann erste Hilfe leisten. Das heißt, ich muss ihm eigentlich das hier geben. Genau. Dann kann er nämlich heilen unterwegs. Das ist schön. Aber ich mache mich jetzt auch los. Wenn euch die heutige Episode gefallen hat, bewertet doch mein Video. Lasst mir auch gerne einen Kommentar da und abonniert meinen Kanal, damit ihr keine neue Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal.